Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der dritte Part meiner Siren Challenge. Viel Spaß! Wie auch jedes andere Video dieser Challenge ist auch dieses live auf Twitch entstanden. Wenn du dich also gerne aktiv an der Geschichte beteiligen möchtest, dann schau am besten auf Twitch vorbei. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Das Follower-Ziel ist jetzt auch endlich etwas kleiner im Bild. Das mit dem Ingame-Sound habe ich leider noch immer nicht hinbekommen, aber ganz sicher bald. Aber gut, dann starten wir gleich rein. Also, wir sind wieder hier in Sulani. Und da haben wir eben unsere liebe Cassiopeia, also unsere Siren. Falls jemand von euch die Siren Challenge noch nicht kennen sollte, beziehungsweise ich weiß eigentlich gar nicht, ob das eine offizielle Challenge ist. Es ist wie die Black Widow Challenge, nur dass unsere Hauptperson eine Meerjungfrau ist, also eine böse Meerjungfrau. Oh mein Gott, das geht ja total schlecht. Ich kümmere mich mal kurz um ihre Bedürfnisse. Nein, kann ich gar nicht, weil ich habe das Haus letztes Mal noch nicht fertig eingerichtet. Damit muss ich gleich beginnen. Auf jeden Fall haben wir letztens die Lia kennengelernt. Die hat dann aber irgendwie, war sie die ganze Zeit beschäftigt, als wir was mit ihr unternehmen wollten. Deshalb haben wir dann ganz spontan diesen jungen Mann geheiratet. Ich glaube, er heißt Vaya oder so irgendwie. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Und ich glaube, ich werde den dann gleich auch einmal umstylen, weil er sieht irgendwie ein bisschen wild aus. Also letztes Mal habe ich da das Badezimmer noch gemacht. Das finde ich ist voll cool geworden. Also ich liebe es. Es sieht, finde ich, so edel aus. Vor allem diese Pflanzen finde ich voll cool. Und dann haben wir hier eben noch das Schlafzimmer gemacht. Da bin ich auch noch nicht ganz fertig geworden. Den ganzen Schrank noch vollräumen mit irgendwelchen Klatter. Und hier gibt es keine Tapete. Okay, irgendeine neutrale Tapete hätte ich gedacht. Vielleicht so ein... Gibt es die in lila? Nein, natürlich nicht. Nee, das ist hässlich. Dann beginne ich gleich damit. Das ist eigentlich das Liebste, also das mag ich am liebsten beim Einrichten, wenn man einfach ganz viel kleinen Blödsinn irgendwo hin platziert. Oder haben wir eine Zahnbürste. Mir ein bisschen zu groß, mache ich kleiner. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich versuche gerade das meiste Geld auszugeben, damit wir so schnell wie möglich einen neuen heiraten können. Das ist übrigens auch mein Plan für heute. Genau, der Plan für heute. Ich möchte, dass wir vielleicht oder vielleicht auch nicht mit ihm ein Baby bekommen. Das muss ich noch entscheiden, aber irgendwie wäre es cool. Also, dass sie halt zumindest schwanger wird. Dann veranstalten wir die Dinnerparty. Und dann können wir ihn eigentlich auch schon entfernen. Und wir suchen uns einen neuen Mann oder eine Frau. Wahrscheinlich wird es eine Frau, weil mit der Lia ist das ja eigentlich ziemlich gut gelaufen. Also, falls sie zumindest Zeit hat. Ich glaube, ich gebe da diese Wand weg. Ich verstehe nämlich eh nicht, was die soll. Dann mache ich es vielleicht da um die Ecke. Das könnte eigentlich ganz süß sein. Okay, ich beginne einfach mit den... Ich bin sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Oder doch nur da? Das ist auch blöd. Ich könnte es so machen und dann... Oder nein, ich mache es einfach nur in diese Richtung. Dann machen wir da das Endstück hin. Und dann könnten wir da noch so eine kleine S-Ecke hinmachen. Das wäre vielleicht cool. Und da so einen Divider. Oh wow, wir haben fast kein Geld mehr. Okay, das ist natürlich blöd. Und wir haben noch fast nichts eingerichtet. Ja, da können wir jetzt aber auch nicht wirklich was machen. Ich möchte noch eine Tapete an der Wand. Dann werde ich mich um die Bedürfnisse von Ihnen kümmern. Und dann werden wir gleich mal die Dinnerparty veranstalten. Auch wenn ich noch nicht so wirklich weiß, wen wir da überhaupt einladen. Ja, das ist doch ganz süß. Und hier, ich möchte nicht, dass es so ist. Ich möchte, dass das wirklich im Raum steht. Weiß irgendwer, kommt das von einer Mod? Ist das bei euch auch, dass das so in der Wand glitscht? Es ist in Ordnung. Aber das bessern wir natürlich noch aus. Wow, das Haus ist so leer. Also, dann geht sie schnell auf die Toilette. Dann muss sie schnell baden. Dann kann sie ihren neuen Besitz bewundern, weil sie ist ja materialistisch und deshalb liebt sie das. Er kocht jetzt was zu essen. Das macht er jetzt. Nein, du gehst nicht schwimmen. Mach dich nützlich, du kochst etwas zu essen. Und zwar servierst du einmal Eier und Toast, damit deine Frau etwas zu essen hat. Und dann werde ich ihn aber, glaube ich, ein bisschen später auch noch umstylen. Nicht jetzt sofort. Oh, es ist so cool, wenn die Meerjungfrauen baden. Ich liebe das. Es sieht so cool aus. Oh, und sie ist eingeschlafen während dem Baden. Okay. Ist er schon fertig? Er braucht ewig. Und er heißt, ja genau, er heißt Vaya. Da
dann kann auch sie etwas essen und dann schicke ich sie ins Bett und wenn sie aufwacht, versuchen schwanger zu werden, das machen wir später. Und wenn sie aufwacht, dann können wir die Dinnerparty veranstalten. Da freue ich mich schon drauf. Wie sieht es denn überhaupt bei ihm aus? Ich weiß gar nicht, was er so macht. Meister des Unfugs? Ja, okay. Er kennt nur sie. Er kennt sonst keine Menschen. Er kennt nur Cassie. Cassie sollte über ihre weitere Ausbildung nachdenken. Ich denke nicht. Sie weiß schon genau, wie sie Geld verdient. Herumschwimmen. Sie wird angerufen. Das war doch schon wieder der Weihnachtsmann, oder? Also Väterchen Frost. Den haben wir letztens auch kennengelernt. Und ich weiß nicht, warum. Aber er ist einfach so herumgerannt und in Solani nämlich, in seinem dicken Outfit. Da habe ich ihn tatsächlich noch nie gesehen. Level 2 der Fitnessfähigkeit. Gut, wen könnten wir dann zur Dinnerparty einladen? Ja, die Lia eher nicht, das wäre sehr ungünstig. Vielleicht die Nachbarn, ich wollte sowieso, dass sie sich mit denen besser versteht, also mit John und sie kennt die Devi noch gar nicht. Ja gut, wenn sie ausgeschlafen ist, eigentlich ist sie schon fast ausgeschlafen, dann gehen wir jetzt mal ihre Nachbarn besuchen. Weil ich möchte, dass sie sich mit denen gut versteht. Und zwar wohnen die da. Das sind die Millers. Und das Haus habe ich eben auch platziert. Und sie habe ich auch gemacht, weil ich die beiden sehr cool finde. Sie ist gerade unglücklich. Warum, weiß ich nicht. Ach, weil sie keinen Spaß hat. Okay. Wir haben jetzt gerade ihre Nachbarn besucht. Also, wir besuchen jetzt gerade ihre Nachbarn. Oh, da ist die Devi. Sie klopft an und sie geht raus. Komm rein. Okay, ja, stell dich vor bei ihr. Jetzt musst du schon da bleiben. Geht's jetzt weg? Oh, sie ist weg. Sind wir jetzt allein in diesem Haus? Das war gerade voll seltsam. Sie hat uns reingebeten und ist wieder gegangen. Und jetzt sind wir allein in dem Haus. Das Haus habe ich übrigens aus der Galerie. Das finde ich voll cool. Aber keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen, weil sie ist nicht mehr da. Dann gehen wir wieder. Das ist blöd, weil ich wollte sie eigentlich kennenlernen, damit wir sie einladen können zur Dinnerparty, die wir dann veranstalten. Ich glaube, sie hat aber in irgendeiner Bar gearbeitet. Das habe ich auch alles aus der Galerie platziert. Gehen wir einfach mal zu dieser Sulani Bar. Vielleicht ist sie dort. Dann können wir sie am Abend zur Dinnerparty einladen. Hier ist... Nein, das ist eine andere Mixerin. Hier sind schon wieder diese komischen Sulani-Geister. Nein, hier ist keiner, mit dem ich reden wollte. Okay, egal. Dann kommen sie halt zur ersten Dinnerparty nicht. Ich möchte aber den Mann schnell wieder loswerden. Deswegen veranstalten wir jetzt gleich einmal die Dinnerparty. Und bei der müssen wir dann eben Gold erreichen. Das heißt, wir brauchen auch ziemlich viel Sachen in Wirklichkeit. Wie mache ich das schnell mit der Dinnerparty? Kann ich das einfach über Ereignis hinzufügen? Ist das ein Gala-Abendessen? Ja, oder? Ja, ich glaube, es ist ein Gala-Abendessen. Gastgeber sind die beiden. Gast werden wir einfach mal alle ein, die wir kennengelernt haben, außer die Lia. Weil das wäre nicht so gut, da wir mit der ja geflirtet haben. Dann holen wir auch noch einen Caterer. Und wir lassen es hier stattfinden. Und zwar, achso, es ist ein Abendessen. Ja, egal. Das Abendessen startet um 1. Gäste zum Essen rufen, Gartensalat zubereiten? Ich möchte nicht, dass wir... Oh, wir brauchen eine Stereoanlage. Wer bist du? Bist du ein Gast? Du bist ein Gast. Wir können dir fürs Kommen danken. Der John ist auch gekommen. Ohne seine Frau leider. Ihnen können wir auch fürs Kommen danken. Und dann danken wir auch ihr. Und natürlich ist auch Clemens Frost gekommen. Meine Stereoanlage. Ja, wir haben keine. Das ist jetzt natürlich blöd. Gut, dann bereitet sie jetzt einfach mal einen Gartensalat zu. Gartensalat. Eine Partygröße. Nein, nicht sie, das macht er. Er muss sowas machen, habe ich entschieden. Und dann muss ich schnell eine Stereoanlage kaufen, damit sie tanzen können. Weil sonst kann ich das nicht erfüllen. Was wollen wir da draußen? Outdoor-Lautsprecher. Natürlich die teuren. Was sonst? Das Haus hat auch... Ja, egal. Egal, wir hängen die einfach da auf. Und dann sollen alle tanzen. Einschalten. Was wollen wir für Musik? Inselradio. Wir sind auf der Insel, wir tanzen zum Inselradio. Jetzt müssen wir eine Gruppe bilden. Bilden wir am besten gleich mit denen da hinten. Sprechen Sie über Hochzeitsfeier? Eigentlich hatten wir keine richtige Hochzeitsfeier, falls jemand von euch letztes Mal schon dabei war. Wir haben ganz spontan einfach am Strand geheiratet, weil sie kein Geld hatte und es ihr sehr schlecht ging und ich dringend Geld gebraucht habe. Gut, wir haben 3 Personen und mit denen gehen wir hier jetzt tanzen. Zusammen tanzen. Ist der Gartensalat schon bald fertig?
sehr gut, der ist auch bald fertig. Dann kannst du die Gäste zum Essen rufen. Sie können derweil eigentlich auch schon den Eier und Toast essen, also unser Frühstück. Der Sion ist schon wieder total krantig. Warum habe ich den eigentlich eingeladen? Der war letztens voll gemein zu uns. Der hat uns überhaupt nicht gemocht. Wobei uns haben die meisten eigentlich nicht gemocht, weil sie eben ein böser Sim ist. Oh, ich habe echt viele Leute eingeladen. Okay, so viel Essen haben wir gar nicht, aber egal. Cassie tanzt auf jeden Fall schon und auch die anderen tanzen mit ihr. Das freut mich. Aber Cassie hat eindeutig die besten Moves. Die anderen sind voll schlecht. Hat er nicht jetzt den Gartensalat? Okay, er ist dabei. Sims gleichzeitig glücklich sein lassen? Wer ist denn nicht glücklich? Irgendwer war voll böse. Der Sion war voll böse. Dann werden wir ihm fürs Kommen danken. Und dann werden wir auch gleich schauen, dass wir ihn irgendwie glücklich machen. Geht das irgendwie, dass wir ihn so beruhigen oder so, weil er voll grantig war? Genau, anscheinend nicht. Wir müssen noch einen Gartensalat zubereiten. Achso, er ist noch immer nicht fertig. Oh, er ist echt nervig. Zum Glück ist er bald weg. Nachspeise zubereiten. Nein, du darfst jetzt nicht essen, weil ja, du musst schon das nächste kochen. Warum stellen die alles auf unseren Ofen? Das ist tatsächlich gar nicht so lieb. Was macht er? Okay, er stellt es da hinten ab. Da steht der Gartensalat natürlich gut. Und Cassie, was macht sie? Stimmt, du könntest dich eigentlich jetzt ein bisschen socializen. Das sind doch alles seine zukünftigen Männer. Oh, er ist wütend. Der Sion ist traurig. Das ist beides nicht gut. Erzähl einfach mal ein paar Witze. Du bist sicher total lustig. Erzähl ihnen einen Polizistenwitz. Oh, ich habe da noch kein Waschbecken gekauft. Oh, wir haben schon Gold erreicht. Ja, perfekt. Dann brechen wir sie ab. Super, wir haben Gold erreicht. Und jetzt können alle wieder verschwinden. Ich schaue jetzt mal, was ich bekommen habe. Ich habe da voll viele Sachen. Wie ist das passiert? Eine Digicam. Okay, die behalten wir gleich. Die stellen wir oben ins Schlafzimmer. Einen Sessel. Den brauchen wir nicht. Was ist das? Ein Aquarium. Ist eigentlich auch cool. Kann ich das verkleinern? Ja. Machen wir das so. Meisterkoch, Kochregal, das verkaufen wir. Eine Kaffeemaschine. Ja, da kann ich es halt nicht hinstellen, weil es nicht Platz hat. Das ist jetzt blöd. Und das passt perfekt hier raus, wo noch irgendwann einmal viel mehr hinkommt. Aber in der Zwischenzeit steht einfach nur das da. Gut, dann können eigentlich alle auch schon gehen. Also ich hoffe, sie gehen bald. Und dann kann er da mal alles aufräumen. Was haben da alle gemacht? Wieso wollten die alle in unsere Küche kochen? Das sind sehr komische Gäste. Also ich habe heute vor, dass ich bis 8 online bleibe und irgendwie habe ich das schreckliche Gefühl, dass ich die ganze Zeit nur diese Küche umbauen möchte, weil sie mich nervt. Nein, natürlich nicht. Wir werden dann noch meinen restlichen Plan machen. Eigentlich richte ich Küchen total gern ein, aber diese macht es mir irgendwie voll schwer. Ich will einfach nur eine Theke, wo jedes Eck passt. Wo nicht irgendwas ineinander steht, wo nichts raussteht. Ich will einfach, dass es passt. Vielleicht muss ich echt auf Custom Content zurückgreifen. Okay, ich probiere das jetzt einfach da aus. Die finde ich zwar ziemlich hässlich, aber ist egal, es funktioniert. Okay, nein, es ist nicht hässlich. Na, es geht doch nicht. Oh, ich lösche gleich die Küche weg und sie bekommen keine Küche. Vielleicht dürfen sie keine Küche haben. Wir beginnen damit und stellen das daher. Dann haben wir die Ecke. Die Ecke. Und stellen die Ecke daher. Passt ineinander. Wir sind glücklich. Dann kommt das und... sieht kacke aus. Funktioniert das andersherum vielleicht? Okay, gut. Dann machen wir es so. Dann gibt es da keine Ecke. Dann tauschen wir das aus. Also, es hat funktioniert. Und jetzt kommt da dann einfach... der Kühlschrank hin. Ich mag diesen Herd nicht mehr, wenn die da die ganze Zeit den Blödsinn rausstellen. Brauche ich das wirklich nicht. Gut, dann kommt da ein Herd. Irgendein schöner. Bist du schön? Naja. Gut, dann machen wir alles so schwarz. Also wenn man Sachen schwarz macht, dann sieht es immer so aus, als wäre man reich. Das ist ein Pro-Tipp. Und deshalb mache ich da jetzt alles schwarz. Kann den nicht. Ah, doch, kann ich. Perfekt. Gleich noch viel mehr Geld aus. Dann brauchen wir noch einen Mistkübel. Das ist mein Lieblingsmistkübel. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich verwende nur diesen. Heißt es Mistkübel? Mülleimer, okay. Ich glaube, Mistkübel ist das österreichische Wort. Kann das sein?
Und Waschbecken haben wir noch immer keines. Deshalb wollte ich eigentlich da rein. Hübsch, perfekt. Und ich möchte eigentlich, dass die alle gehen. Könnt ihr gehen? Ich mag euch nicht mehr da haben. Runde auflösen. Bitten zu gehen. Muss ich jetzt... Ach, muss ich alle einzeln loswerden. Bitten zu gehen. Geht nach Hause. Ich möchte mit meinem Mann Babys machen und dann möchte ich ihn entfernen. Ich muss los. Seltsam. Ich sag, du sollst gehen und du musst los. Was für ein Zufall. So, seid lieb zueinander. Verschöne ihm mal den Tag und dann küss seine Hände. Und dann werden wir ihm die ewige Liebe erklären. Und dann werden wir versuchen, schwanger zu werden. Oh, bisschen süß sind sie schon. Ah ja, und ein Foto muss ich mit ihm machen. Genau, das hätte ich jetzt fast vergessen. Und ich wollte ihn noch umstylen. Ich style ihn ganz schnell um, weil er schaut so komisch aus und ich möchte nicht, dass es so aussieht. Ja, egal. Ich lasse es jetzt einfach so, dann machen wir schnell ein Foto mit ihm und dann ist er eh schon bald wieder weg. Dann müssen wir uns gar nicht so viel Mühe geben. Und hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Vaia und Cassiopeia haben das erste Techtelmechtel. Ich hoffe, sie haben Spaß und dann können wir gleich einen Schwangerschaftstest machen. Ich hoffe übrigens, also alle, die von YouTube kommen, die kennen sicher meine 100 Baby Challenge. Und da sind ja, also da war ja mehr als nur ein Baby unterwegs. Und ich hoffe, dass meine ganzen Mods das nicht auch hier machen. Und auf einmal ist sie nicht mit einem Baby schwanger, sondern mit zwei oder drei oder vier. Keine Ahnung, was meine Mods alles können. Es wurde nicht verhütet. Oh, was für ein Zufall. Schwangerschaftstest machen. Schnell. Für zwei essen. Sie ist schwanger. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das wollte. Nein, sicher wollte ich es. Alles ist gut. Dann dürfen sie jetzt schnell schlafen gehen. Und sie dürfen ein bisschen schlafen, bevor... Ich habe einen Mod, wo sie dann kuscheln. Und das finde ich so süß. Wird angerufen. Lia. Hallöchen, Cassiopeia. Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass Geoffrey, Landgrab und ich uns wahrscheinlich nicht gut verstehen würden. Stimmt, das war letztes Mal auch noch. Wir haben eigentlich mit Elia angebandelt. Es hat voll gut funktioniert. Und dann war sie die ganze Zeit beschäftigt. Und auf einmal ruft sie uns an und ist so, hey, sollte ich nicht Geoffrey Landgrab daten? Hä? Und ich war so, nein. Und jetzt, ja, okay. Vielleicht ist sie doch nicht gut für uns. Aber in Wirklichkeit sind wir auch nicht gut für alle anderen Menschen. Von dem her, okay. Dann darfst du noch auf die Toilette und dann, ich muss ganz schnell ins Meer, geh schnell baden. Dann müssen beide noch was essen und dann machen wir endlich das Foto. Reste nehmen und dann nimmst du auch noch Reste. Morgenübelkeit, ungewollte Schwangerschaft. Oh oh, sie wollte gar nicht schwanger werden. Upsi. Auf das habe ich natürlich nicht geachtet. Wieso ist sie schon so schwanger? Sie hat es doch gerade erst erfahren. Seit wann sieht so das erste Trimester aus? Er schwitzt voll. Okay. Großartiges Foto. Wir brauchen auch noch einen Raum, wo ich alles sammle. Also da möchte ich so die Fotos mit den Männern sammeln und dann auch
die Grabsteine und so in Zukunft. Vielleicht nehme ich einfach den. Ach, das ist verschwommen. Das ist auch verschwommen. Ist das ein Witz? Wow. Okay, wir müssen noch ein Foto machen mit ihm. Es hat alles nicht funktioniert. Will nur ein schönes Foto. Weil es ist echt komisch, dass sie schon so schwanger ist, oder? Ich hoffe, dass irgendeins jetzt scharf ist. Okay. Okay, okay, okay. Schauen wir. Ja, es ist eines dabei. Jetzt passen mehrere. Gut. Und dann werde ich die anderen alle verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und die schauen alle exakt gleich aus. Ja. Behalten wir das einfach. Da können wir dann... Achso, da müssen wir noch einen Rahmen hinzufügen. Rahmen hinzufügen. Und dann möchte ich noch eine Tapete. Irgendeine düstere Tapete. Vielleicht finde ich irgendwas Schwarzes oder zumindest Dunkles. Oder irgendwelche so Marmorsteine oder so. Passt zwar eigentlich gar nicht zum Vibe, aber das wird ja ein sehr düsterer Raum. Gibt es die noch in dunkler? Ja, perfekt. Sieht jetzt echt aus wie so ein Friedhofszimmer. Tür abschließen für alle außer Cassiopeia. Und dann werden die beiden jetzt schwimmen gehen. Oh, es ist schon in der Früh. Aber egal, es ist noch niemand da. Deshalb werden die beiden jetzt zusammen schwimmen. Schnell, geht zusammen schwimmen. Wahrscheinlich ist er jetzt erstmal voll schockiert, weil sie eine Meerjungfrau ist. Ja, sie ist so cool. Ich finde die Meerjungfrauen in Sims 4 so cool. Die Animationen und alles. So, dann schwimmt er mal ganz weit raus. Ganz, ganz weit. Zusammen hierhin schwimmen. Sind wir tief genug im Wasser, dann können wir jetzt nämlich auf ihn klicken. Und dann haben wir hier, nicht hier, sondern hier, Kuss der Meerjungfrau. Und normalerweise, wenn alles so funktioniert, wie es sollte, dann müsste er daran jetzt beenden. Okay, okay, okay. Hey, das sollte funktionieren. Ist das vielleicht Ruf der Sirene? Stimmt, das heißt doch Siren's Call, oder? Ja. Ich glaube, das ist es. Oh Gott. Stirbt er jetzt? Das ist voll grausam. Wie arg ist das? Oh mein Gott! Okay. Wow, okay. Es war echt wild gerade, aber unser erster Mann ist jetzt weg. Es ist nicht der Kuss der Meerjungfrau, sondern der Ruf der Meerjungfrau. Das muss ich mir nur merken. Perfekt, dann haben wir da jetzt das Bild mit ihm und die erste Urne. Und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Wie bereits gesagt, falls du gerne live dabei sein möchtest, schau gerne auf Twitch vorbei. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Aber natürlich freue ich mich auch hier auf YouTube über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!